Unter Einstellungen und Rechnungen findest du hier die gesamten Nummern-Einstellungen und die kannst du so anpassen, wie du es für dich haben möchtest. Vermutlich hast du auch vor der Software schon Rechnungen erstellt und hast vielleicht schon einen bestehenden Nummernkreis, dann kannst du ab sofort auch mit diesem Nummernkreis weitermachen beziehungsweise auch gerne einen neuen anfangen, je nachdem, wie du es haben möchtest. Wie funktioniert das Ganze? Du siehst hier auf der rechten Seite Format Hilfen. Das heißt, du siehst hier einen Platzhalter und wenn du den eben hier auf der linken Seite eingibst, dann bekommst du entsprechende Anweisungen. Das heißt, du kannst jetzt sagen zum Beispiel RE für Rechnung minus und dann soll eine Nummer kommen, die fortlaufend ist. Und wie wir schon sehen, wir starten hier jetzt bei 1, weil wir gerade einen frischen Account haben und hier bei 1 starten. Wenn du jetzt aber schon, sagen wir, 510 Rechnungen hast, dann sollte die nächste Zahl 511 sein. Und sobald du da wieder rausklickst, siehst du, okay, das ist das Ergebnis und das ist auch die nächste Rechnungsnummer. Wenn du jetzt sagst, du möchtest auch vielleicht noch das Jahr davor haben, dann kannst du zwei geschwungene Klammern machen, so zum Beispiel, und dann wäre das zum Beispiel so hier, dass du sagst Rechnung minus das aktuelle Jahr und dann eine fortlaufende Nummer. Du kannst dir das auch hier einfach kopieren und einfügen, dann musst du das nicht mit der Tastatur machen, je nachdem wie du es möchtest. Aber hier kannst du eben dein Format für deine Rechnung festlegen und du kannst eigentlich alles reinschreiben, wie du es möchtest. Du kannst sagen, Zufall, Rechnung zum Beispiel, dann würde es hier so stehen. Macht natürlich keinen Sinn, aber du kannst damit eben machen, was du möchtest. Und somit kannst du deinen aktuellen Nummernkreis übernehmen, aber auch gerne einen neuen machen. Solltest du hier bei das Jahr hinzufügen, dann ist es so, dass bis zu 31.12.2018 natürlich 2018 steht und ab 01.01.2019 dann 2019 steht. Die fortlaufende Nummer geht aber weiter. Solltest du dann ab dem neuen Jahr eine neue Nummer haben wollen, musst du hier dann einfach die 1 eingeben und dann wäre hier dann ab 2019 wieder die 1 drinnen. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Angebot. Da kannst du deinen Nummernkreis so erstellen, wie du es haben möchtest. Beim Format Kunden ist es auch so, dass seit dem Update mit den Rechnungen jeder Kunde, also jeder Kontakt, eine eigene Kundennummer hat. Die ist einfach 1 bis aufsteigend. Wenn du aber da auch für deine Kundennummer einen speziellen Claim vergeben möchtest, dass du sagst, okay, Kontakt zum Beispiel, dann kannst du das hier auch wieder vergeben und ab sofort wird dann bei den neuen Kontakten dieses Format ausgewählt. Die alten Kontakte müsstest du manuell überschreiben. Das geht unter Kontakt, dann einfach hier auf Bearbeiten klicken und hier weiter unten findest du die Kundennummer, die kannst du dann entsprechend bearbeiten. Achtung, speichern nicht vergessen, damit die ganzen Änderungen auch gespeichert werden. Und solltest du da Fragen haben, wie immer, kannst du dich hier gerne an uns wenden.